Oh, geht los, wunderbar. Hallo und herzlich willkommen. Haben wir überhaupt Ton hier? Ja, wir haben Ton, okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft 1.17. Alles voller. Alles voller Zombies. Okay, ja, dann wollen wir die Nacht mal nutzen, um noch ein wenig herumzugraben in der Mine. Sollte einen Weg geben, wie das irgendwie schneller geht hier mit dem Runterlaufen. Und ich sollte endlich mal. Leider kein Holz dabei, sonst könnte ich hier mal. Hätte ich mal dafür sorgen, dass das hier ein bisschen weitergeht. So, okay, hier brauchen wir noch mehr Licht. Ja, mal gucken, vielleicht finden wir hier irgendwo doch noch Diamanten hier zum Beispiel. Geht das hier schon gut los mit Rohstoffen? Oh, super. Okay, das ist jetzt interessanterweise hier, wo wir uns schon mal reingegraben haben. Okay, haben wir hier mal auch ein bisschen Licht hin, damit hier keine Monster spawnen. Und dann wieder runter. Okay. Schau an, Gold. Und Eisen, sehr gut. So, wir können ja den Helm können wir eben so gut aufsetzen, ne? Denn nimmt ja keinen Platz im Inventar weg. So.
So, okay. Okay, hier sind auch keine Diamanten. Es ist zum Mäusemelken. Okay. Aber vielleicht ist jetzt wenigstens Tag. Das wäre schon mal was. Tag, aber es regnet. Okay, das ist. Okay, gut, sehr gut. Oh, das daneben, okay. Wo ist, muss doch irgendwo normale Erde sein. Hier unten, okay. Gut, Fleisch hatte ich hier drin. Und das ist Loot hier rein. Und dann können wir mal wieder anfangen hier. Ein bisschen Rohstoffe zu schmelzen. Es gibt auch jeweils immer XP für das Rohstoffe schmelzen. Und dann könnten wir jetzt, glaube ich, schon wieder die eine oder andere Kuh züchten. Schon ein bisschen Kupfer haben wir schon zusammen hier. Das ist schon gar nicht schlecht. So, aber halt eben, wie gesagt, noch kein Gold. Mal schauen, wie weit unser Rasen sich jetzt ausgebreitet hat in der Zwischenzeit. Eieiei, das geht im schleichenden Tempo. Ja, wie machen wir jetzt das nächste Geschoss? Machen wir da jetzt auch wieder so eine Treppe nach oben innen? Oder versuchen wir irgendwie. Ja, nee, das ist Treppenhaus, haben wir ja eigentlich schon ziemlich integriert hier. Das ist
sind nur 4, okay. Theoretisch müssten wir hier weiter hochgehen. Dann wäre aber das Fenster im Weg. Würden wir das Fenster zubauen, aber hier sind überall Fenster, insofern was soll's. It is, wie es ist, okay. So. Wo wir jetzt schon hier sind, können wir dann hier gleich weitermachen. Und dann gleich das nächste Stockwerk planen. Sollte also reichen für das nächste. So, das Tolle mit der Physik hier ist, die ist relativ, wie sagt man? So, machen wir mal. Die ist relativ kulant mit dem, was man vorhat. Okay. So, diese Wand hier, also da könnte man Fenster reinmachen. Mal gucken, wie viel Glas wir noch haben, dann können wir gleich Fenster planen. Oh, wir haben noch jede Menge Glas, das ist gut. Okay, was haben wir hier noch für Steine? 64 hiervon, noch 10 hiervon. Da auch noch ein paar, okay, das muss erstmal reichen. So, also das geht hier hoch. Können das mal so ein bisschen breiter machen. Dann haben wir keine Fenster auf den Ecken direkt. Das kommt mir irgendwie besser vor. Okay, wenn wir hier jetzt, machen wir ein normales Viererfenster. Das soll reichen. Und hier dann auch. Okay. Ich habe keine Ahnung, was da reinkommt dann nachher, aber Platz ist immer erstmal gut. So, das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Ich meine, hier oben unter die Treppen können jeweils noch mehr. Hallo. Okay. Ah, wie gemein. Tja. Unter die Treppen können jeweils noch mehr Kisten. Dann haben wir noch mehr Stauplatz hier oben.
So, das sieht doch aus wie ein Stockwerk hier. Und dann hier drauf bräuchten wir dann wieder die geziegelten, die Deep Slate Ziegel. So, nicht, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Brauchen wir noch mehr von. Das reicht wohl eher gut. Und hier machen wir dann gleich. Das passt dann aber nicht mit der Treppe zusammen. Wenn wir hier jetzt hochgehen und wenn wir ein Giebeldach machen wollen, dann müssen wir den Giebel hier rum machen. Sonst geht das nicht. Okay. Weiter hoch, warum nicht? So. Und auf der anderen Seite auch. Okay. Packen wir hier mal ein paar Fackeln hin. Und hier in der Mitte eins. Gut. So. Mal gucken, ob wir das Dach heute fertig kriegen. Aber das wird zeitlich ein bisschen knapp, würde ich sagen. Okay. Wir brauchen also noch mehr hiervon und dann müssen wir uns überlegen, welche Farbe das Dach kriegen soll. So. Wie komme ich denn jetzt darauf? So. Okay. So, jetzt wollen wir hier mal einen Querbalken bauen. So. Dann brauchen wir Half Slabs. Und Treppenstufen, aber ich weiß noch nicht genau, welche. Ich weiß noch nicht mal, welchen Boden ich hier haben will. Das ist so ein bisschen das Problem. Haben wir denn irgendwas, was sich hier anbietet? Was haben wir hier drüben für Schindeln? Achso, hier drüben haben wir die da die Deep Slate Dinger als Dachziegel. Und hier nicht. Okay.
könnten hier das Holz nehmen. Das Problem ist, davon haben wir nicht genug. Weiß hätte was. Und davon genug, weiß ich nicht. Und dann brauchen wir genau die Half Slabs. So, das sieht jetzt alles sehr luftig aus. Das liegt daran, dass wir ja noch nicht fertig sind. Das ist ja erstmal nur, damit wir das Ganze fixieren können. Und jetzt bauen wir hier Treppenstufen überall hin. Und dann sieht es plötzlich aus wie ein Dach. So, jetzt sieht das Haus zumindest von einer Seite fertig aus. So. Von der anderen Seite nicht so sehr. Und wir haben auch keine, das ist ja sehr gut. Jetzt habe ich mir hier selber wieder ein Bein gestellt, indem ich zuerst die Seite gemacht habe, wo ich hochgehe. Naja, wir finden schon irgendeinen Fußboden, den wir da schnell einbauen können. Hier noch jede Menge braunen Terrakotta, also nehmen wir den einfach. So, und das reicht an Planken auch. Okay.
Puh, ich meine, das ist ja ein schöner Ausblick, ne? Hier könnte man vielleicht so einen riesigen Balkon bauen oder so. Das wäre natürlich auch cool, aber machen wir es mal nicht zu kompliziert gerade. Hauptsache, dass es nicht reinregnet. Oh, warte. Wenn ich das hier hinbaue, dann kommen wir gar nicht hier raus. Das heißt, ich muss hier, müsste ich mindestens so einen kleinen Turm bauen oder sowas, damit das reinpasst. Das sieht bald so dunkel aus wie ein echter Dachboden hier. Müssen wir vielleicht mal das eine oder andere Licht hinsetzen hier. Okay. Okay. Okay, das reicht also nicht. Und hier brauchen wir noch etwas zum Turm bauen. Okay. Okay. Weißt du was, die beiden nehmen wir da raus. Tun wir den hier hin und tun zwei von den ganzen dahin. Dann sieht das ein bisschen schicker aus. So, und wie kommen wir jetzt da wieder rein? Gar nicht. Toll. Ich habe mich ausgebaut hier. Das ist nicht gut, weil wir müssen ja nachher auch noch mal aufs Dach. Bis nachher nochmal, uppala, aufs Dach, um den Rest vom Dach zu decken. So, das heißt, wir brauchen oh, warte, ich kann noch die. Das kann ich noch schnell machen hier oben.
So, und ich glaube, wir können noch ein paar von den Schumlights noch. Haben nur noch zwei. Okay, das reicht ja nicht. Gut. Aber was wir machen könnten, ist rübergehen und Kürbisse ernten, um diese zu Lampen zu machen. Das können wir machen. Und zwar so rum. Ist ja auch genau die richtige Jahreszeit dafür eigentlich. Kürbisse. So, das stellen wir dann aber beim nächsten Mal fertig. Ich finde, das sieht schon gar nicht schlecht aus als Haus so. Mal schauen. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt, Let's Play Minecraft 1.17.1 mit mir. Ja, hinterlasst einen Kommentar und keine Ahnung. Ein Like und so, und dann bis denn. Tschüss.